Morgen, wir haben heute Samstag, den 18. April und wir haben gerade Birkenwerder verlassen, weil wenn ich am Samstag frei habe, was ja selten vorkommt, bedeutet das ja, dass ich mit meinem Frauchen zusammen eine Tour mache. Wir haben jetzt, wie gesagt, gerade Birkenwerder verlassen, am Bahnhof steht unser Auto und wollen jetzt den Briesetaler Steig machen. Das ist eine Tour von rund 14 Kilometer und wenn ihr Lust habt, kommt einfach mit. Noch hört man im Hintergrund leider zu viele Autos, aber wie gesagt, laut Karte oder wie gesagt, laut Komoot, wo ich mir die Tour angeguckt habe, führt sie nachher hauptsächlich durch den Wald. So, bevor wir jetzt den eigentlichen Wald erreichen da drüben, müssen wir jetzt leider einmal über die Autobahn. Wir sind jetzt genau an der Gabelung angekommen, wo sich der Weg teilt und von hier aus ist es ein Rundweg und wenn wir den rum sind, kommen wir hier oben wieder an und müssen dasselbe Stück wieder zurücklaufen. Also die ersten 2 Kilometer läuft man hin und zurück das gleiche. Falls ihr das noch nicht so gesehen habt bis jetzt, links und rechts ist Sumpf oder Morast oder Modder. Oder wie man es auch mal nennen will. Also der Weg hier hat schon seinen Grund. Wie man im Hintergrund hören kann, sind natürlich auch ein paar andere Leute hier. Seit der Corona-Krise rennen sowieso so viele Leute durch die Wälder, sind die, die sonst wahrscheinlich nur im Biergarten und alles sitzen, aber die sind jetzt geschlossen. Aber trotzdem wunderschön hier. Wie man sieht, wir haben übrigens die Turnschuhsaison wieder eröffnet. Natürlich wieder typisch Brandenburg hier. Alles durchgewühlt von den Wildschweinen. Wir fahren jetzt gleich weiter. Oh, das hat man hier überall. Kommen Sie, junge Frau. Ich weiß nicht, ob das ein Biber war, sieht aber so aus. Hier lang, bis rüber, eine richtige Staumauer. Und zwischen hier oben und hier unten, ein guter halber Meter Unterschied.
Natürlich nicht ganz so dicht. Hier fließt ein bisschen Wasser durch. Ich habe mir übrigens gerade mal die Tour angeguckt jetzt im Handy nochmal. Wir gehen jetzt hier noch ein paar Kilometer weiter geradeaus. Dann geht es nachher hier ganz im großen Bogen rum um dieses Gewässer. Und dann gehen wir auf der anderen Seite praktisch hier drüben wieder alles zurück. Bis zu dem Punkt, wo ich geteilt hatte und dann denselben Weg zurück zum Auto. Also ein schöner kleiner Rundwanderweg. Diese schöne Brücke hier muss ich mir jetzt natürlich mal genauer angucken. Ja, habe ich schon mal erwähnt, ich hasse Menschen. Wenn ich sowas hier sehe. Da muss man Menschen hassen. Wieder mal ein Biberdamm. Diesmal gut 1,5 Meter Höhenunterschied. Ich würde mal ein Foto machen, Heidi. Hier oberhalb des letzten Damms ist das Wasser total mit Entengrütze voll. Also sieht aus wie eine grüne Wiese, aber ist alles Wasser. Und da hinten kommt der Damm, aber da konnte ich nicht so filmen. Da waren natürlich 1000 Leute mit Kindern, die getobt haben und alles sowas. So, hier ist der Wendepunkt. Hier müssen wir hoch, dann darüber. Und auf der anderen Seite geht es am Fluss zurück, weil übrigens die Brise ist. Ich hatte vorhin mal nachgeguckt. Dann geht es hier drüben fast denselben Weg zurück, aber teilweise doch Kilometer voneinander entfernt. Also ist nicht immer direkt am Wasser lang. So, den eigentlichen Rundweg haben wir jetzt verlassen und hier einfach einen Seitenweg genommen. Und dann werden wir uns jetzt noch ein bisschen weiter ins Unterholz schlagen und eine kleine Mittagspause machen. Also hier ist schon wesentlich leerer. Seitdem wir hier sind, ist uns keiner begegnet mehr. So, jetzt sind wir vielleicht einen knappen Kilometer vom Hauptweg entfernt, hier in einer wunderschönen Lichtung und machen erstmal wieder das Mittagessen. Und dann geht's, na, jetzt haben wir noch 3 Kilometer, war bis zum wieder. Und ich will noch 3 Kilometer zurück, also bis zu dem Rundweg, bis der beendet ist und dann nochmal 1 Kilometer bis zum Auto oder 2. Aber kochen wir erstmal Essen. Zu essen gibt es heute Schinkennudeln und wenn es nicht reicht, doch ein Brötchen dazu. 1/2 Liter Wasser zum Kochen bringen und einfach einrühren, 5 Minuten kochen.
alles wieder zumachen. Und so gut wie neu. So, der Rundweg ist geschafft. Das ist die Gabelung, wo wir uns vorhin hier lang auf dem Weg gemacht haben. Das war einmal rum, jetzt kommt von hier und hier lang geht es zurück bis zum Auto, die letzten Meter. Oder Kilometer. So, ich glaube, es waren jetzt rund 2 Kilometer von hier bis zum Auto. Muss ich gleich nachgucken. Also der Weg ist wirklich wunderschön, muss ich sagen. Nur leider heute auf den Sonnabend und bei diesem schönen Wetter total überlaufen. Mein Lieblingsschaschin wollte irgendwann mit mir jetzt mal wieder wandern gehen. Ich werde dir diesen Weg vorschlagen, weil wir machen beide Schicht und wenn wir hier in der Woche laufen, ist es bestimmt 1000-mal schöner. Dann schönen Dank fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.